Bam, bam, bam. Was für ein geiles Wetter heute. Hallo. Hi. Ich bin Christine. Ich bin Michael. Das ist Einstein. Einstein möchte gerade zu dem Hund da drüben. Und wir sind hier an meinem absoluten Lieblingsort in Irland am Inch Beach. Alles Gute fürs neue Jahr. Viel Gesundheit und es war toll, dass ihr letztes Jahr mit uns unterwegs seid und wir freuen uns. Unterwegs auf wart. Unterwegs wart, richtig. Und wir freuen uns auf ein schönes neues Jahr mit euch. Wir haben hier Silvester gestern Abend verbracht mit Freunden. Wir sind abends was essen gewesen und anschließend hier am Strand am Lagerfeuer gesessen. Und wir hatten ein wunderbares Wetter, kaum Wind oder fast windstill, ja, eigentlich gestern. Ja, fast windstill. Ja. Und wir hatten heute ein traumhaftes Wetter. Die Sonne hat den ganzen Tag geschienen. Wir haben einen blauen Himmel. Wir sind gerade von einem ganz langen Spaziergang mit Einstein zurückgekommen. Und es war einfach nur schön. Ja. Ja, wir sind die letzten Tage von Rosslare, vom Fährhafen, einmal quer durch Irland hier an die Westküste. Haben hier auf der Dinghy-Halbinsel jetzt schon 2 Tage verbracht. Sind den Sleahead Drive gefahren, waren auf der Nordseite an den Stränden. Weil der Micha gerade Fähre sagt. Ja, wir haben ja das letzte Video haben wir ja damit beendet, dass wenig Wind war. Und dass wir das ja gar nicht schlecht fanden, wegen der Fährüberfahrt. Da hatten wir noch gut lachen. Wenigen Stunden später sah das ganz anders aus. Die Fährüberfahrt, die war der Horror diesmal. Und es waren Riesenwellen und es war nicht angenehm. Überhaupt nicht. Uns ist ja aufgefallen, dass hier am Strand ist es viel sauberer als im letzten Jahr. Ja. Also recht wenig Müll. Und als wir heute Morgen zum Frühstück im Pub waren, hat er Michi ein Schild entdeckt. Wenn man hier den Müll einsammelt und zum Pub bringt, einen Eimer voll, bekommt man kostenlosen Kaffee. Ja. Das ist doch mal eine richtig coole Aktion, oder? Also und man sieht's, der ja. Strand ist viel, viel sauberer, als wir den die letzten Jahre kannten. Ja, ja. Das bringt viel und unsere Freunde, die jetzt schon im Norden unterwegs waren, die meinten auch, dass sich insgesamt das ein wenig verbessert hat in Irland, dass mehr öffentliche Mülltonnen verfügbar sind und dass weniger Müll rumliegt. Also wir sind wirklich gespannt. Wir haben noch nicht so viel gesehen. Wir sind ja jetzt nur einmal, wie gesagt, direkt hierher. Da, wo wir bisher waren, war alles sauber und es war die letzten Jahre immer, ja, es lag immer Müll rum in Irland. Das haben wir euch ja letztes Jahr schon gesagt, ja, dass es da in Irland so ein bisschen problematisch ist mit der Müllentsorgung. Da ist was im Gange. Also uns begeistert das total. Ja. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Entwicklung, finde ich, ja. Ja, also am Strand hier sieht man es halt wirklich deutlich. Ist mir sofort aufgefallen, wo wir hergekommen sind, dass weniger Flaschen, weniger Müll, weniger Netze von den Fischern und so weiter hier rumliegen. Finde ich echt gut, ja. Eine Roomtour von dem G wird es leider nicht geben. Da hatte einer von euch nachgefragt, weil der ist schon auf dem Weg nach Hause. Da hatten wir jetzt keine Zeit mehr. Aber da war jetzt innen drin auch nichts Überraschendes, sage ich mal, zu sehen. Hat einfach nur Schrank, kleine Küche und Sitzgruppe bzw. ein Bett in der Kabine drin. Ja, danke. Danke. Oh ja, danke. Danke. Lieber Thomas, vielen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Florian, vielen Dank. Uwe und Ronald, euch vielen Dank. Gerald, vielen Dank. Tobias, dir vielen Dank. Thilo, vielen Dank. Und Lisa, dir auch vielen Dank. Dankeschön. So, wir werden hier noch den Abend ausklingen lassen. Die Sonne geht gleich unter. Es wird auch langsam frisch. Oh ja, ich merk's schon. Wir werden uns jetzt ein bisschen leckeres Essen kochen. Und einen Tee. Und einen natürlich. Tee, genau. Ja. Und morgen geht's weiter in Richtung Norden. Auf dem White Atlantic Way. Schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Ah!